Wo bin ich hier? Wieso schaut die Welt auf einmal so komisch aus? So quadratisch. Ich glaube, ich habe mir den Kopf angehauen. Vielleicht sollte ich mich noch eine Runde hinlegen. Oder ich kneife mich einfach mal. Au! Nein, das hier scheint real zu sein. Und da in der Ferne lädt die ganze Zeit irgendwas. Ein Meer? Ja, aber ich wohne doch nicht am Meer. Ich bin zwar ein Landkind, aber ein Meer ist doch viel zu weit weg. Und... Wie schaue ich denn überhaupt aus? Huch, unterm Rock wollte ich nicht schauen, aber... Hä? Wie schaue ich denn aus? Seit wann habe ich so lange Haare und einen Blumenkranz am Kopf? Was? Ich glaube, wir sind nicht mehr in unserer Welt. Ich glaube, wir sind in Minecraft. Und somit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir hier auf meinem Kanal. Ja, es handelt sich hierbei um Minecraft Live in the Woods. Ja, nicht wundern, es leckt gerade ein bisschen, weil gerade die Karte erstellt wird, besser gesagt die Welt generiert wird. Und mir ist aufgefallen, sobald irgendwie der Ozean oder das Meer im Spiel erscheinen tut, droppen die FPS auf. Was haben wir gerade zwischen... zwischen 5 und 9. Ja, schön. Ich hoffe, das wird noch besser. Soll aber ein allgemeines Problem sein. An meinem PC liegt es definitiv nicht. Ich habe mich da schon schlau gemacht und mehrmals erkundigt. Mein PC ist gut. Ich habe einen i7-Prozessor und die dritt- oder zweitbeste Grafikkarte, die es gibt. Und, also auf dem Markt, ne, auf dem Grafikkartenmarkt. Und RAM habe ich auch noch 16, also es müsste eigentlich genügend sein. Freie Arbeitsspeicher habe ich auch noch um die 100 Gigabyte, also es müsste reichen. 100 Gigabyte? Mehr. 1000 Gigabyte sind es, Entschuldigung. Also das müsste reichen. So, das zu dem. Aber das ist ja ein bekanntes Problemchen. Ich habe mich da wirklich eingelesen. Es wird jetzt ein Zeitl ruckeln, weil ihr seht ja, da wird alles generiert. Jeden Schritt, den wir tun, macht sich da hinten ein weiteres, wunderschönes, Gebilde einer Landschaft breit. Ja. Und ich will gar nicht wissen, wie es da beim Meer ausschaut. Die ganzen Meeresbewohner, plus... der tiefe Grund des Ozeans, bis das alles, sage ich mal, gerendert ist, da ist, das dauert. So, wir werden jetzt aber als erstes ein Bäumchen schlachten und ich werde noch ein bisschen was hier zu diesem Let's Play erwähnen tun. Ja, vielleicht soll ich noch ein bisschen warten, aber die Sonne wird bald untergehen. Sie ist zwar gerade erst auf, aber naja. Gut, ich habe mir wieder gedacht, 30 Minuten Parts sind, glaube ich, okay. Das eine. Und das andere ist, warum zum Teufel spiele ich Minecraft? Ja, das ist auch recht einfach erklärt, weil ich vor einigen Jahren von einem guten Freund von mir dieses Spiel empfohlen bekommen habe. Jetzt nicht Live in the Woods, das ist ja nicht so alt, aber Minecraft. Und ich habe es mir damals auch gekauft und... dank ihm konnte ich es mir kaufen, weil er eine Kreditkarte besitzt. Ich habe ihm natürlich das Geld zurückgegeben, keine Frage. Er meinte zu mir, ja, Alex, du probier das mal, du baust so gerne und eigentlich ist das da eines der, also ist das das beliebteste, ich baue mir was Spiel. Und zum Umdrehen hat es noch einen Survival-Modus dabei. Also du musst überleben. Dachte ich mir, okay, probiere ich mal. Und habe für mich sehr, sehr schnell herausgefunden, was ich denn am liebsten bauen du. Ganz recht. NPC-Dörfer ausbauen. Manche sind ja echt schäbig, ne? Die schauen ja wirklich nichts gleich. Und, So, das müsste gehen. Und,
Ja, die habe ich eben bisher von Herzen gerne ausgebaut. Aber nicht nur das. Ich baue mir auch gerne geistig Traumschlösser. Ich habe auch eins in Planung, was ich gerne bauen möchte. Eher mehr eine Burg, sage ich mal. Ich hoffe, ich finde auch das passende Biom an. Hier ist es etwas zu strandig, sage ich mal. Da passt doch nicht so ganz. Aber für unsere erste Überlebensbehausung sollte das hier schon reichen. Vielleicht bauen wir uns auch ein Baumhaus hier. Warte mal. Wenn wir dann einen Baum jetzt komplett weghauen. Warte mal, ich brauche ein bisschen Licht. Ups, ups, es leckt noch immer, es tut mir leid. Es braucht am Anfang. Es soll ganz normal sein. Allein hier, ne? Bis ich hier einigermaßen alles generiert haben sollte. Wie gesagt, soll es ein bisschen dauern und ich würde gern vielleicht sogar ein Baumhaus bauen. Siehst du da hinten immer noch, ne? Die Welt ist immer noch am Laden. Es ist zwar ein kleines bisschen besser schon, aber ja. Huch, es dauert noch ein bisschen. So, inzwischen tun wir weiter Bäumchen schlachten. Ich hoffe, das geht so für euch. So, ja. Und ich habe mir vor, puh, wie lange gibt es jetzt Life in the Woods? Ein Jahr? Habe ich mir das natürlich auch gedownloadet und habe das auch privat ein bisschen gezockt. Also ich weiß die Grundbegriffe von Minecraft, über die weiß ich Bescheid. Also wie man sich eine Schaufel bastelt, wie man sich eine Eisenschaufel und so holt. Ein bisschen was sogar über Redstone, aber da muss ich noch, da brauche ich Baupläne dafür. Also auswendig weiß ich da nicht so viel. Aber wenn man mal, Momentchen, ich hau das noch weg, wenn man mal hier das so schauen tut. Ne, hier hat man eigentlich schon mit Life in the Woods ein wunderbares Bausystem dabei. Also hier zum Beispiel, wie baue ich eine Leiter? Da sieht man es hier, man braucht Stöckchen in verschiedenen Varianten. Das kann Schilfrohr sein, das kann Bambus sein. Hauptsache, man reiht so die Stöckchen aneinander und bekommt dann drei Leitern. Zum Beispiel, ne? Oder was nehmen wir hier? Was haben wir denn da? Schau, wo ich gerade von Redstone-Block rede, ne? Ein Redstone-Block, wenn man das dann braucht, hier, ne? Die Redstone-Steinchen und dann, also nur ein Stück und dann gibt's einen Block. Also das ist echt cool. Schüsseln. Genau, das Aussehen kann man dann auch verändern. Zum Beispiel, was nehmen wir denn? Was ist denn bekannt? Was ist denn bekannt? Hier der Erdhaufen. Ich glaube, oder warte mal, Holz. Holz ist vielleicht besser. Warte, wo haben wir denn das Holz? Bruchstein, Eichenholzbretter. Ich glaube, da gibt es so verschiedene Holztypen und dann kann man hier eben so Sachen dann hübscher machen. Also alles hat eine andere Form. So. Also da brauchen wir eben dieses Schisselding. Das ist, glaube ich, auch ein Werkzeug. Schisselding. Jawohl, das ist ein schöner Name. Schisselding. Und ja. Und so weiter und so fort. Also wir haben viel zu tun, es gibt viel zu tun. Es hat schon ein bisschen geladen. Ja, es ist ein bisschen flüssiger. Es wird langsam. Und ja, ich hoffe auch sehr, dass euch das Projekt hier gefällt. Also ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich werde euch aber auch sofort vorwarnen, ich bin kein Profi. Bitte erwartet von mir jetzt da nicht absolute Perfektion. Die strebe ich nicht an. Ich strebe Spielspaß an. Also ich bin der langweilige Typ. Ihr lieben jungen Profis da draußen, habt's Mitleid mit mir. Mit einer 30-jährigen alten Frau, huch, die noch obendrein schusselig ist wie keine zweite. Ja, ich will hier einfach nur Spielspaß haben. Ich habe als Kind liebend gerne Lego gespielt. Ich weiß, total untypisch für ein Mädchen. Sollte man eigentlich mehr mit Puppen spielen. Habe ich zwar auch gern getan, war mir aber zu anstrengend, die immer wieder umzukleiden und neu zu stylen. Das hat mir nicht so Spaß gemacht. Stattdessen habe ich viel, viel lieber mich mit den buntesten Lego-Steinchen, die buntesten Schlösser gebaut und auch versucht, eine kleine Ministadt zu bauen. War auch liebend gerne immer bei meinem Großcousin, der hatte sogar eine Lego-Eisenbahn. Der war schon immer ganz wütend auf mich, weil ich mich nur um den Eisenbahntisch herum bewegt habe. Ah, ja, das nennt man Leidenschaft und Faszination wahrscheinlich. Oder Wahnsinn? Irgend sowas dabei halt. Irgend sowas. Ja, genau. Auf jeden Fall hat es mir wahnsinnigen Spaß gemacht und ich weiß, ich bin vielleicht unverschämt, dass ich hier Minecraft mit Lego vergleiche, aber
ganz ehrlich, Würfel zusammenbauen, Quader zusammenbauen, Rechtecke, Dingens, alles Mögliche, Dreiecke, was weiß ich, gibt es hier mittlerweile auch, was ich schon mitbekommen habe, so am Rande meiner Recherchen. Also die Sonne ist jetzt auch schon rund. Also, ja, also man hat hier schier unbegrenzte Möglichkeiten. Das wäre echt mal schön. Ah, ich glaube, jetzt wird es langsam, ne? Die Welt ist langsam da. Boah, da geht's weit rüber. Boah, es ist so groß hier und so schön und groß und schön und toll und alles. Ich weiß, ihr werdet mit vielen Dingen, die ich hier mache, nicht einverstanden sein. Zum Beispiel das, was ich hier jetzt mache. Weil ich hätte mir schon längst eine Holzaxt bauen können. Ich hätte schon längst 3 Meter in die Erde buddeln können, um mir Stein zu holen und damit eine noch bessere Axt zu bauen. Ich weiß, ich bin schlimm, aber ja, ich möchte gerne meine Handgelenke trainieren, so wie man es von Kill Bill her kennt, einfach ein bisschen aufs Holz hauen mit der bloßen Hand, damit uns, wenn ein Creeper oder ein Zombie über den Weg läuft, damit wir den gleich einfach so mit der ausgestreckten Faust ins Jenseits befördern können. Jawohl, das ist der Grund dafür. Ach so, das ist hier gar nicht möglich. In Life in the Woods auch nicht. Ach so, ja, dann, ja, dann habe ich da wohl was verwechselt. Ah, der Baum gefällt mir. Ich hoffe, ich finde nochmal so einen großen. Da hätte ich echt gern ein tolles Baumhaus. Und ich sollte meine Klappe halten. Es wird Nacht. Das ist nicht gut. Hör auf zu lecken! Mach jetzt mal fertig hier. Oh, wenn ich vom Creeper rede, ist schon einer da. Rede, rede, rede. Aber hoffentlich ist es nur einer. Oh Gottchen. Ich müsste was bauen. Ganz schnell. So, bevor er mich hier wegsprengt. So, leggy leg leg. Wie gesagt, das leggy leg leg soll total normal sein. Und ich hoffe, euch gefällt mein Skin. Er hat mir so gut gefallen, der Skin. Ich wollte ihn unbedingt haben. Ich hoffe, ich beleidige keinen damit. So. Bitte. So, schnell Stöckchen. Stöckchen, meine ich Stöckchen, genau. Stöckchen. Nein, warte, falsch. So, zuerst so, dann so. Was haben wir eigentlich da für einen schönen Baumdingens, der gefällt mir gut. Schwarzeichenholz. Aha. Oh mein Gott. Es knurrt. Ich versuch's mal mit einer Axt. Ich glaube, da geht was Besseres. Achso, der ist ja da drüben. Oh Gott, Zombies. Zombies! So, ich brauche meine Axt. Verdammte Axt. Ach du Heilige. Lasst mich bitte in Ruhe. Oh Gott, er ist schon da. Na, Creeper, alles da, ne? Hilfe! Lauf! Man kann eigentlich laufen, glaube ich. Außer wenn es leckt. Dann geht wahrscheinlich nichts. Ich hätte mich höher bauen sollen. Oh Gott. Ich werde krepieren, das weiß ich jetzt schon. Eben allein schon, weil es so leckt. Oh Gott. Warte, ich versuche was. Hü-hüpf. Boah, es leckt. Hallo! Der hüpft nicht mal mehr darauf. Kann er nicht oder will er nicht? Kann er nicht wahrscheinlich, ne? Hü-hüpf. Ah, jetzt. Durchs Leggy-Leg-Leg. Haut das nix hin. Wo ist jetzt meine Bausteine? Hallo? Da? Hallo? Da? Boah, ey. Hoffentlich generiert die Welt ein bisschen schneller. So. Jetzt kannst du schon sprengen, du Mistkerl. Oh, jetzt kommt eine Spinne. Komm her, du Saufig. Die können nämlich klettern, ich weiß es. Ich traue mich keinen Schritt vorzugehen. Ich habe Angst, dass ich runterfalle. Aha! Hab dich erwischt. Das wäre jetzt echt cool, wenn die so ein paar Fäden verlieren würde. Diese Seidenfäden. Moa. Dann können wir uns gleich eine Angel basteln. Komm her. Na, trau dich. Du rotäugiges, schiches Viech. Ich hau dich weg in der Luft. Oh Mann. Hast du mal zum Lecken aufgehört? Oh Gott, ich darf mich nicht so viel bewegen. Langsam. Langsam. Komm her, Mistviech. Na los. Du brauchst dich drum nicht aufregen. Du kannst einfach herkommen. Also lecken tut's nach wie vor. Ich hoffe, das wird echt bald besser, ey. Es soll auch angeblich mit dem Laub hier zu tun haben. Und ich habe auf die volle Stufe der möglichen FPS geschalten. 240 hat das Spiel, glaube ich, ne?
Und das Aufnahmeprogramm nimmt auch 60 FPS auf, wie es sein soll. Aber hier habe ich gerade 7. Okay, 4. 5? 6? 5? 6? 5? Ich habe nicht mal noch irgendwas gebaut gescheit und ich habe schon einen 5-FPS-Strand gefunden. Das ist nicht gut. Und es ist komplett egal, ob ich jetzt mit oder ohne Shader mache. Es ist dasselbe in Grün. Komm her, du Feigling. Schau, schau, jetzt traut er sich wieder. Haha. Hingemacht. Kaputt. Wo ist der Creeper hin? Ist der ins Loch gefallen da drüben? Da, in dem da? Da. Das da? Ich glaube, ne? Es wird schon hell. Ach, wie schön, es wird hell. Da freue ich mich. Wie das ausschaut, der Erfahrungspunkt, wie der zu uns her will, wollen tut. So, ich könnte inzwischen was bauen, damit die Zeit gut genutzt ist. So, da, die düdel-dü. Wir haben Holz. Eine Schaufel wäre cool. Eine Schaufel und eine Hackespitz. Das heißt Spitzhacke. Stimmt. So. Den tue ich vielleicht hier hin. Den Setzling, den werde ich noch brauchen. Den packe ich mal dahin. Gut. Ist hier ein Schurke in der Nähe, der uns Böses will? Ich drehe mich mal im Kreis herum. Vielleicht ist es dann besser. Warte gerade. Das waren die Herzen, ne? Essen brauchen wir auch. Was ist denn das da? Ach so, Stäbchen. Da ist ein Auge. Die Spinne hat ein Auge verloren. Ja, ist auch möglich. So. Gibt's natürlich auch. Ja, komm. Das ist echt übel. Ich bin gerade am Überlegen, kurzzeitig, war, ja, drüber wegzuhüpfen. Nein, langsam. So. Ich bin am Überlegen, ob es momentan besser ist, den Shader kurzzeitig wegzubacken, bis sich das hier ein bisschen besser geläden hat, tut. Aber es ist wahrscheinlich auch zu 90% das Meer schuld. Und ich hoffe, es ist kein Dschungel in der Nähe. Ja. Ich will hier eigentlich nur darauf, was super hinhauen tut. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Ich will mich nur in Sicherheit bringen. Was ist denn das? Ah, das sind diese Schleimmonster, oder? Wo kommen die denn jetzt her? Ich glaube, ich baue noch ein Stück weiter rauf. Ich will hier nicht krepieren, unter keinen Umständen nicht. So. Komm her, meine Axt. So. Ist hier noch irgendwo Holz, weil das Laub nicht verschwindet? Das ist meistens dann der Grund, wenn entweder an einem anderen Baum noch dran klebt das Laub oder noch irgendwo noch ein Zweig ist oder so. Glaube ich. Wann wird denn es hell? Ist da unten auch ein Skelett? Ich habe mich wahrscheinlich nur verschaut. Toll. Neben uns gleich eine Höhle mit solchen komischen Viechern. Was will man mehr? Was will man mehr? Ja. Ja, das schaut nicht aus, als wenn der irgendwie. Macht da mal was kaputt. Ah, doch, tatsächlich. Hier ist ein Holz. Blub. Na, du komischer Schlamm, was willst du von mir? Will die mich tot sehen wollen? Mistviech. Elendiges. Ich hau dich weg. Oder auch nicht. Vielleicht soll ich da einen Block wegtun. Vielleicht haben die irgendwas Tolles für uns. Ha, ihr habt mich erwischt. Oh, ich höre ein Skelett. Es ist tatsächlich eins. Er hat mich getroffen. Das ist natürlich schlecht. Ja.
Das ist sehr schlecht. So, ich verstecke mich mal wieder im Baum. Schreit das Schwein an. Hallo! Lecki, leck, leck. So, vielleicht und so. Bauen. Bauen, du sollst. Hallo? Bauen? Trifft er mich? Ich hoffe nicht. Ich muss da kurz ein bisschen ausharren, bis es hier heller wird. Ich wollte eigentlich zubauen, aber ich glaube, da erwischt uns, glaube ich, nicht. So, jetzt wäre ich schon tot. So. Baumhaus wäre echt nicht schlecht. Würde mir echt gefallen. Da geht der Mond unter. Oh. Der Mond ist gar nicht rund. Aha. Aber die Sonne war's. Okay. So, verbrutzelt's, ihr Mistviecher. Und dann sammeln wir euer Loot ein. Wow. Das ist unsere erste Monsterfalle. Die wird mit Sonnenenergie betrieben. Mit der gesamten Sonne. Ah, ich habe was im Auge. Oh nein. Warum denn? So. Und da muss ich schauen, dass ich mal hier vom Meer wegkomme. Vielleicht wird es dann besser. Aber wahrscheinlich ist das Skelett gerade abgehauen, weil es gemerkt hat, es kommt die Sonne. Ah wohl, er stirbt gerade. Hoffe ich halt. Hallo. Man hört kein. Ich hoffe, es verreckt. Da ist noch so ein Schleimtypi. Kann ich die schon treffen? Zumindest das kann ich mal treffen. Ja, da würde ich den auch gern verhauen. Wenn's geht. Hüpf, 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 hüpf. Ja. Das Skelett scheint aber kaputt zu sein. Und sie hat mich eh schon angeschossen. Na, würdest du krepieren? Diese FPS-Zahlen, ich muss hier weg. Stirb weg. Bitte. Ich erwische ihn nicht. Dein Ernst? Noch ein Stück weg von dem hier. So, jetzt aber. Hauen weg. Jawohl, geht ja. Geht ja. So, ich muss irgendwie schauen, dass ich in den Wald reinkomme. Oder irgendwie, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall tiefer rein, in der Hoffnung, dass wir hier, ja, dass das alles jetzt etwas angenehmer wird. Ich meine, 3 FPS ist echt Witz. Das ist ein Witz, ist das, ey. Aber die besten PCs der Welt sollen an diesem Spiel hier scheitern, weil es eben gar nicht an den PCs liegt, warum es leckt, sondern eben am Spiel. Und da kannst du noch so eine gute Qualität haben. Das hilft dir halt leider in diesem Fall nix. Was ich jetzt auch unbedingt brauche, ist was zu essen. Den Zuckerdings da drüben, das Zuckerrohr würde ich noch gerne mitnehmen. Was da so am Strand herum wächst. Aha, da haben wir Kies. Aha. Kies wäre auch nicht schlecht. Ich habe ein bisschen Angst, dass da ein Creeper irgendwo ist. Dass ich jetzt zu spät rauschen höre wegen die FPS, dann bin ich kaputt. Definitiv. Einfach mal hin. Da unten rennt er. Ich sehe dich, du Mistkind. Du Mistkind. Mistkind? Alter. Mistkerl. So. Hallo. Ich hoffe, das kann es weiter. Was ist denn das? Matsch. Oh, ich habe eine Spinne gehört, glaube ich. Spinne wäre mir ja sogar recht.
Ich weiß, Matsch haut man mit der Schaufel weg, aber ich will jetzt. Oh Gott. Was ist das für ein Geräusch? Sind das wir? Ah, da, ein Schleimpfützi. Schleimpfützi? Das hört sich voll komisch an. Hallo, Herr Schleim. Du bist böse, ne, eigentlich? Du bist böse, also hau mal dich weg. Meine Axt ist kaputt. Da muss die Spitzhacke, genau. Die Spitz... Ach, was soll's. Na los, komm. Geh sterben. Ich hätte mir vielleicht ein Schwert basteln sollen. Hallo? Ich hau dich auch mit der Schaufel weg, ist mir wurscht. Da hinten ist noch ein Creeper. Oh weia. Ja, ich hab dich gesehen, du Mistkerl. Jetzt ist er weg? Ah da, okay. Ich dachte schon. Ich wollte schon sagen, jetzt ist er weg. Wie was? Wie weg? Wenn ein Creeper im Wasser ist, kann er auch nicht explodieren, ne? War da nicht auch was? Da, ich hau dich weg. Komm, schubst dich zurück. Zurück! Du böses Monster. Flieg, Creeper, flieg. Bist du gescheit? Hui! Ich muss was essen. Kann man hier dieses Zuckerrohr essen? Ich glaube nicht, ne? Ohne irgendwas draus zu kochen, glaube ich nicht. Boah, ey, das leckt. Ihr habt den ersten Part gleich geschafft. Es tut mir leid, dass es so fürchterlich leckt. Aber wie gesagt, das soll am Anfang nicht anders sein. Mit diesem Problem haben sehr, sehr viele zu kämpfen. Und auch wenn ich den Shader rausnehme, wird das Ganze leider nicht besser. Ich würde mir auch gerne ein... Warum bin ich jetzt verreckt? Ach so, am Hunger oder was? Aha. Hunger ist sofort tot. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe bisher mal Base gespielt. Da hat man zumindest noch ein bisschen, ist man noch ein bisschen runtergetroppt. Schön. Schön. Und so wie es ausschaut, da drüben bin ich verreckt. So wie es ausschaut, nämlich, gibt die Wiese kein Weizen mehr her. Das wäre natürlich jetzt schlecht. Das heißt, ich muss mir da jetzt echt was überlegen, wie ich hier zu irgendwas kommen tu. Ja, das ist, ja, Matschball. Kann man damit Lehm oder so machen? Matschball. Hinter mir hüpft irgendwas. Oh Gott. Ich will doch nur meine Leiche ausplündern, bitte. Mein Grabstein, besser gesagt. Na! Na du? Du willst ein Mädchen hauen? Na warte, du Schleimpfuzzi, du. So. Ich glaube, es wird besser. Mit den Lecks. Ich glaube das immer, ne? So, ich versuche mal da vorbeizulaufen. Da drüben jetzt wieder natürlich schlechter, weil wir da drüben noch nichts entdeckt haben. Und ich will einfach nur mal für den Anfang ein schönes Baumhaus haben. Da ist ein kaputter Baum, ne? Oh, und der Part ist auch zu Ende. Ja, es leckt durch die Gegend. Ich habe es halt letztes Mal auch ohne Shader versucht. Ich habe mal eine kleine Probeaufnahme gemacht gehabt. Das hat auch nicht sonderlich gut funktioniert, muss ich sagen. Wartet da, ich suche. Hä? Oh mein Gott, ein Enderman. Ich bin da mal weg. Tschüss. Zumindest versuche ich's. Ja, ich suche mir nur, ich will eigentlich nur irgendwie eine schöne Behausung haben. Ein hübsches Bäumchen, irgendwas in der Richtung.
Irgendwie habe ich das Gefühl, als müsste ich über zwei Blöcke springen. Aber es ist doch nur einer. Was ist los? Das Gras ist ein Hindernis. Ja, muss man wissen. So, du Matsch. Du Matschi, Matsch, Matsch, Matsch. Komm her. So, dann würde ich sagen, der hier schaut doch mal nicht so schlecht aus, oder? Der Baum. Ich da raufklettere und da oben so mit Leitern uns ein hübsches Häuschen baue, das wird doch gar nicht so schlecht ausschauen, oder? Aussicht hätte man sicher auch eine tolle. Oder da drüben. Ui, da drüben wäre es schön. Ich schau mal da drüben hin. Na gut, ihr Lieben. Dann lege ich mich mal rüber. Es ist fürchterlich, es tut mir so leid. Es war dann bei der Probeaufnahme etwas besser. Keine Ahnung, ich bin damals in einem Wald gespawnt, vielleicht war das der Grund. In einem stinknormalen Wald bin ich aufgewacht und ja, da hat es nicht so schier geleckt wie hier. Leider, leider, sagt der Schneider. Aha, dafür sind die Bäume nicht so dick. Halt, wo rennst denn du hin? Ich wollte doch nur hier rauf. Da muss ich ehrlich gesagt gestehen, gefällt mir der untere, dickere Stamm besser. Das war der da, glaube ich. Dann bauen wir uns da drauf, unser Baumhaus. Na gut, ihr Lieben, dann beginnen wir im nächsten Part mit unserem Bauprojekt und ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Hua! Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses, ja, Video, ich wollte schon Desaster sagen, Lecky Leck Leck Desaster, seht und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!